Vielen Dank für die Einladung und ich finde das wunderbar organisiert und dass es jetzt hybrid eben die Möglichkeit gibt, dabei zu sein, finde ich richtig gut. Und ich freue mich heute, etwas zu den verlängerten Laktationen bei Milchziegen erzählen zu können und auf die Erblichkeiten und Einflüsse einzugehen. Die Datenauswertung ist im Rahmen von meiner Dissertation entstanden und die habe ich zusammen mit dem Herrn Hamann und der Frau Herold vom Zuchtwertschätzteam Baden-Württemberg eben durchgeführt und arbeite aber eben selbst an der Universität Hohenheim. So viel nur zum Verständnis vorab. Der Vortrag ist wie folgt gegliedert. Zunächst möchte ich gerne in der Einleitung auf die Thematik der verlängerten Laktation eingehen. Und ich habe den Vortrag insgesamt an Forschungsfragen eben aufgehängt und möchte dann auf die Tiere, Materialien und Methoden eingehen, die wir verwendet haben, im Anschluss die Ergebnisse aufzeigen und ein Zwischenfazit sowie einen Ausblick geben. Die Auswertung ist insgesamt in dem Projekt Go Organic entstanden. Go Organic, das ist ein Projekt, das jetzt seit 2016 läuft und sich zum Ziel gesetzt hat, die Entwicklung eines nachhaltigen Zuchtprogramms für Milchziegen im Ökolandbau voranzubringen. Und insgesamt sollen eben Strategien zum Aufbau und zur Umsetzung eines nachhaltigen und ressourceneffizienten Zuchtprogramms entwickelt werden. Die Zuchtziele innerhalb des Projekts sind eine hohe Milchlebensleistung bei guten Inhaltsstoffen in Bezug auf Robustheit mit dem Fokus auch auf die Weidehaltung. Im Rahmen dieser Entwicklung dieser oder ja, dieser Zuchtziele der Weiterentwicklung gilt es eben, Merkmale abzuleiten, die dafür geeignet sind, eben die, wie die Milchlebensleistung, Nutzungsdauer und Lebenseffektivität. Und das war eigentlich das anfängliche Ziel des Projekts, ist es auch weiterhin. Nur im Rahmen der Datenauswertung haben wir gemerkt, ups, die Laktationsstruktur sieht ja auf den Betrieben sehr unterschiedlich aus. Das heißt, es gibt Betriebe, die haben einfach ganz lange Laktation, also die Tiere. Und da fällt es wahnsinnig schwierig, die miteinander zu vergleichen, diese Leistungen. Und deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns, bevor wir diese Merkmale wie Milchlebensleistung, Nutzungsdauer und Lebenseffektivität angehen, schauen wir uns dann nochmal die Laktationsstrukturen auf den Betrieben an. Hier ist nämlich beispielsweise die Unterschiedlichkeit der Laktationskurven noch einmal aufgezeigt. Also ich hoffe, mit der Maus kann ich das jetzt gut zeigen. Also hier haben wir die Milchmenge pro Tag und hier die Tage in Milch. Und da zeigt sich, dass eben einige Tiere eine Laktation haben, ja, bis zu 120 bzw. 240 Melktagen. Und dann gibt es aber doch einige, die hier weitergehen in der Laktation bis über die 720-Tage-Marke hinaus. Es ist nun so, dass man insgesamt bei der verlängerten Laktation vom Durchmelken bei uns, also in Deutschland zumindest, spricht. Damit ist aber eigentlich das Dauermelken gemeint. Hier werden die beiden Begriffe gerne vertauscht. Also das Dauermelken meint eigentlich, Milchziegen werden ohne erneute Belegung bis zu 2 Jahre lang gemolken. Das heißt, hier hat man beispielsweise ein Tier, das wird standardmäßig circa 240 Tage gemolken und im Gegensatz dazu und dann trockengestellt und dann dazu ein Tier, das im Beispiel jetzt das Dauer gemolken wird und eben über diesen Punkt hinaus über mehr, also bis zu 2 Jahre lang und darüber hinaus gemolken wird. Derzeit ist es so, dass die 240-Tage-Laktation der Standardlaktation entspricht und auch diese 240-Tage-Leistung in der Zuchtwertschätzung berücksichtigt wird. Genau. Dann gibt es noch das Durchmelken. Hier werden die belegten Tiere nicht trockengestellt, das heißt, sie werden vor und nach der Geburt weiter gemolken. Da haben wir aber gesagt, wir schauen mal, ob das passiert in unserem Datensatz, aber insgesamt möchten wir dieses Thema nicht weiter verfolgen,
Denn das Durchmelken ist eigentlich etwas, was tierschutzrelevant ist. Es ist für die Eutergesundheit sowie für die Kitzgesundheit nicht empfehlenswert und deswegen wollen wir das eigentlich auch nicht weiter verfolgen. Genau. Jetzt zu den Forschungsfragen. Also, welche Eigenschaften zeichnen die Dauermelklaktationen aus? Hier habe ich die Merkmale Milchmenge und Persistenzmilchmenge sowie den Somatic Cell Score als Merkmal herausgegriffen. Dann, welche Auswirkungen hat das Dauermelken? Hier habe ich die Merkmale Milchmenge und Somatic Cell Score herausgegriffen. Und dann die Frage, kann die Verlängerung der Laktation züchterisch bearbeitet werden? Und hat das Dauermelken eine Auswirkung auf die Nutzungsdauer und die Lebenseffektivität der Milchziegen? Für die Datenauswertung haben wir Laktationsdaten aus Bayern genommen. Hier sind die Tiere in den Geburtsjahren 1988 bis 2015 herausgegriffen worden, die insgesamt von 1991 bis 2016 abgelammt haben. Insgesamt stammen die Daten aus 262 Betrieben von circa 16.500 Milchziegen, knapp 42.900 Laktationen und mehr als 392.000 Probegemelke. Insgesamt waren die Rassen bunte deutsche Edelziege und weiße deutsche Edelziege im Datensatz enthalten. Als Dauermelklaktation haben wir Laktationen definiert, die länger als 305 Tage angedauert haben. Also wenn man dann noch berücksichtigt, dass Tiere dann eben 60 Tage trocken stehen, nachdem sie gedeckt wurden, kann man eben sagen, man kann maximal 305 Tage melken, damit man eine jährliche Ablammung erzielt. Und deswegen war das unsere Definition. Und da zeigte sich, dass in diesem Datensatz 26% der Tiere der bunten deutschen Edelziegen dauerhaft gemolken wurden und 32% der weißen deutschen Edelziegen. Wir haben die Laktationsabschnitte insgesamt in 120 Tage eingeteilt. Also wir haben der Laktationsabschnitt 1 dauerte beispielsweise zwischen Tag 1 und 120, Laktationsabschnitt 2 von Tag 121 bis 240 und so weiter bis maximal 720 Tage haben wir eben die Abschnitte eingeteilt. Und dann haben wir für die Untersuchung der Laktationspersistenz diese Abschnitte einander gegenübergestellt. Also die Laktationspersistenz bedeutet das Durchhaltevermögen der Laktationsleistung. Also wie lange dauert die Laktation an und wie verhält sich die Milchmenge? Also beispielsweise das Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt haben wir dann die Milchmenge den Prozenten verwendet und mit 100 multipliziert und man, je ähnlicher sich in Milch, also ein Abschnitt ist, desto höher ist dann eben die Persistenz. Also bei 100% wäre es gleich, aber das ist natürlich in der Kurve nicht so, aber eben je höher die Persistenz ist, desto ähnlicher sind sich die Abschnitte. Für die Datenauswertung auf Laktationsebene haben wir zunächst eine Varianzanalyse durchgeführt für diejenigen, die sich eher mit der Theorie eben auch befassen. Hier noch das Modell dazu. Also wir hatten die Rasse, die Erstlammaltersklasse, die Lammsaison, Laktationsnummer, Geburtstyp, also ob Einling oder Mehrling, sowie das Durchmelken in der Laktation davor und in der aktuellen Laktation und das Dauermelken in der Laktation davor und in der aktuellen Laktation als fixe Effekte. Und als zufällige Effekte hatten wir den Vater und den Betrieb sowie den Restfehler und haben dann das Ganze mit dem Programm SAS ausgewertet und mit ProcMixed und haben im Anschluss den Test der paarweisen Vergleiche durchgeführt. Und das Ganze jetzt mal als Grafik, das Ganze als Grafik, mal als Grafik. Jetzt höre ich mich doppelt.
aufgeführt. Also nochmal auf die Frage zurückkehrend, welche Eigenschaften zeichnen Dauermilchlaktation aus? Dann zeigt sich, dass Tiere, die am Ende der Laktation dauergemolken wurden, die eben über mehrere Abschnitte hinweg gemolken wurden, zu Beginn signifikant eine höhere Milchleistung hatten, wie die Tiere, die nicht dauergemolken wurden. Also sowohl im ersten Abschnitt als auch im zweiten Abschnitt kann man von einer signifikant höheren Milchleistung sprechen. Wenn man jetzt die Persistenz betrachtet, dann zeigt sich, dass die bei Tieren, die im zweiten Abschnitt dauerhaft gemolken wurden, bei 84% lag und somit eben signifikant über den, die am Ende der Laktation nicht dauerhaft gemolken wurden. Das heißt, noch mal weniger kompliziert ausgedrückt, die Tiere starten mit einer höheren Milchmenge in die Laktation und haben auch am Ende, also nach 42 Tagen, noch eine höhere, ein höheres Durchhaltevermögen in der Milchmenge. Genau. Wenn man den Somatic Cell Score betrachtet, also wir haben den berücksichtigt in unserer Datenauswertung, dass die Zellzahl natürlich ein eigenes Thema abbildet und auch ganz kontrovers diskutiert wird, ist mir klar. Das Fass möchte ich auch nicht aufmachen, ich möchte es einfach benennen. Und zwar zeigt sich, dass die Tiere, die am Ende der Laktation dauerhaft gemolken wurden, zu Beginn niedrigeren Zellgehalt hatten wie die Tiere, die nicht dauerhaft gemolken wurden. Beziehungsweise den Somatic Cell Score in der Datenauswertung und hier eben die Abbildung umgerechnet in Zellzahl. Also diese Datenauswertung war auch signifikant. Genau. Dann die Frage, welche Auswirkungen hat das Dauermelken auf die Milchmenge? Also jetzt hatten wir eben die Frage, sieht so eine Laktation aus und wie zeichnen die sich aus? Aber die Frage, die wir uns auch noch gestellt hatten, war eben, wie ist es dann für die Folgelaktation, wenn in der Laktation davor dauerhaft gemolken wurde? Und es zeigt sich, dass die Tiere, die in der Laktation zuvor dauerhaft gemolken wurden, auch in der Laktation danach, sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt, eine signifikant höhere Milchleistung hatten. Des Weiteren zeigt sich, dass die Tiere, die in der Laktation zuvor dauerhaft gemolken wurden, in der Laktation danach einen höheren Somatic Cell Score sowohl im ersten als auch im zweiten Abschnitt aufgewiesen haben. So, im Anschluss an diese Datenauswertung mit der Varianzanalyse haben wir eine Varianzkomponentenschätzung durchgeführt, also um die Erblichkeiten zu berechnen. Und hier habe ich das Modell nochmal eingefügt. Also wir hatten als fixe Effekte die Rasse, die Erstlammaltersklasse, also ob die Tiere zum ersten Mal mit mehr oder weniger als 620 Tagen, manchmal abgelammt haben, dann die Laktationsnummer, das Durchmelken in der Laktation davor und das Dauermelken in der Laktation davor, dann als zufällige Effekte der additivgenetische Effekt des Tiers, die permanente Umwelt, die Herdia-Saison und den Restfehler als zufällige Effekte. Das Ganze haben wir mit VCE mit dem Programm durchgeführt. So, dann auf die Frage eben, kann die Verlängerung der Laktation züchterisch bearbeitet werden? Kleine erste Antwort. Da möchte ich jetzt aber ein bisschen die Folie länger stehen lassen, damit die wirken kann, und würde sie zusammen mit Ihnen durchgehen. Also, wir haben hier zwei Merkmale, einmal das Merkmal Milchmenge und die Persistenz Milchmenge. In den Laktationsabschnitten 1, 2, 3 und 4, sowie hier auch 1, 2, 3 und 4, und haben in der Diagonalen die Erblichkeiten, also die Heritabilitäten,
und oberhalb der Diagonalen die genetischen Korrelationen und unterhalb die phänotypischen Korrelationen. Also zunächst, die Erblichkeit liegt bei 0,26, also bei 26% im ersten Abschnitt für die Milch, für das Merkmal Milchmenge, und liegt damit im mittleren Bereich. Das heißt, es ist ein genetischer Hintergrund vorhanden und man kann eben beispielsweise auf die Milchmenge im ersten Abschnitt züchterisch einwirken. Die genetische Korrelation, also wie die beiden Abschnitte genetisch zusammenhängen, in Verbindung stehen, zeigt sich eben, dass zwischen dem ersten und zweiten Abschnitt eine hohe genetische Korrelation besteht und die wird dann eben immer weniger, ist aber insgesamt im hohen Bereich. Phänotypisch gesehen ebenfalls liegt zwischen den Abschnitten eine hohe bis mittlere Korrelation vor. Dann die Frage, wie das Ganze bei der Persistenz Milchmenge aussieht. Also ist also steckt hinter diesem Durchhaltevermögen der Milchmenge auch genetischer Einfluss? Und da zeigt sich, dass die im Abschnitt 2, 3 und 4 eine niedrige genetische also Erblichkeit vorliegt, aber sie ist dennoch vorhanden. Hier liegen auch die genetischen Korrelationen über den phänotypischen Korrelationen. Genau. Vergleicht man jetzt die beiden Merkmale Milchmenge und Persistenzmilchmenge miteinander innerhalb der Abschnitte 2, 3, 4 und 5, dann zeigt sich, dass die genetische Korrelation zwischen den beiden Merkmalen im zweiten Abschnitt bei 62% liegt und dann eben weniger wird und die phänotypischen Korrelationen über den genetischen Korrelationen liegen. Das heißt, hier ist quasi die genetische Korrelation drüber und die phänotypische Korrelation niedriger. Das heißt, hier wird die Genetik ausgeschöpft. Hier ist es allerdings so, dass die genetische Korrelation geringer sind und wie die phänotypischen und deswegen die Genetik nicht ganz ausgeschöpft wird und man davon ausgehen kann, dass das Management hier eben auch eine wichtige Rolle spielt. Also innerhalb des dritten, vierten und fünften Abschnitts also besonders. Genau. Als Zwischenfazit eben aus diesem Grund zeigt sich, dass die Managementfaktoren zwischen dem dritten und fünften Abschnitt eine hohe Relevanz haben, aber insgesamt die Dauermelkeignung züchterisch bearbeitbar ist. Das Dauermelken an und für sich hat einen Einfluss, der signifikant ist auf den Somatic Cell Score, aber eben auch auf die Milchmenge und die Persistenzmilchmenge. Im Anschluss an die Auswertung auf Laktationsebene haben wir uns dann noch die Tierdaten, also die Daten auf Tierebene angeschaut, hatten dafür 226 Betriebe, wieder mit bayerischen Daten und insgesamt mit 9.192 bunten und weißen deutschen Edelziegen und die innerhalb der Jahre 1968 bis 2006 geboren wurden. Hier haben wir eben einen Teil der Tiere eben nicht berücksichtigt, weil ganz klar sein musste, dass diese Tiere verstorben waren, dass da ganz klar ist, das sind eben Tiere, die von Anfang bis Ende ihres Lebens ihren Datensatz quasi geliefert haben. Die Leistung innerhalb des Lebens haben wir insofern untersucht, als dass wir die Nutzungsdauer und die Lebenseffektivität uns angeschaut haben. Hierfür haben wir bei der Varianzanalyse die Rasse, das Geburtsjahr, Erstlammaltersklasse, Geburtstyp und Dauermelkanteil als Fixeffekte berücksichtigt, sowie die zufälligen Effekte Betrieb und den Restwähler. Eben auch wieder mit SAS gearbeitet und einen Test der paarweisen Vergleiche durchgeführt. Den Dauermelkanteil, da komme ich jetzt gleich drauf, den haben wir eingeteilt in 0%, in mehr als 0 bis 50%
und mehr wie 50% und weniger als 100% sowie 100%. Das heißt, die Tiere, die niemals dauerhaft gemolken wurden, so sind hier zu sehen, also die Nutzungsdauer, und die, die 100% dauerhaft gemolken wurden, hier, und zeigen insgesamt die niedrigste Ausprägung, was die Nutzungsdauer angeht. Die höchste Nutzungsdauer hatten die Tiere, die mehr als 0 bis 50% innerhalb ihres Lebens dauergemolken wurden. Das gleiche noch für das Merkmal Lebenseffektivität. Also hier zeigt es sich eben auch wieder, dass die Tiere, die mehr wie 0 bis 50% und mehr wie 50 bis weniger wie 100% dauerhaft gemolken wurden, die höchste Ausprägung hatten. Also die Lebenseffektivität beschreibt die Milchmenge je Lebenstag. Oh, so, genau. Jetzt könnte man davon ausgehen, dass die Tiere, die eben so ein bisschen dauerhaft gemolken werden im Leben, dass die die höchste Lebenseffektivität und Nutzungsdauer haben. Das ist aber mit großer Vorsicht zu genießen, dieser Rückschluss. Das ist eine Auswertung dieses Datensatzes. Die Frage, die sich aber hinter dieser Auswertung verbirgt, ist eben noch eine andere. Könnte es nicht eben auch sein, dass in diesem Block hier Tiere sich befinden, also Spitzentiere, die nicht rechtzeitig trockengestellt werden konnten, weil sie einfach so eine hohe Milchleistung haben und deswegen über die 305 Tage hinaus gemolken werden, aber eigentlich dennoch saisonal ablammen sollten. So viel dazu. Und diese Tiere natürlich, wenn man die Nutzungsdauer betrachtet, auch eine hohe Nutzungsdauer haben, weil sie natürlich sehr leistungsstark sind. Also das zu dieser Grafik. Insgesamt zeigt sich, dass die auf Tierebene, dass das Dauermelken sich auf die untersuchten Merkmale auswirkt. Also die geringste Ausprägung, die Tiere haben, die niemals oder die immer dauerhaft gemolken wurden, aber eben mit diesem großen Aber, dass hier noch vielleicht sich einfach auch Spitzentiere verbergen hinter dieser Aussage. Genau. Als Ausblick möchte ich Folgendes mitgeben. Nochmal zurück auf die Datenauswertung auf Laktationsebene. Es zeigt sich, dass die Tiere, es zeigt sich, dass eine züchterische Bearbeitung der Dauermelkeigenschaften möglich ist. Das heißt, Tiere, die dauerhaft gemolken werden sollen, wenn möglich bitte, im dritten Abschnitt eine hohe Persistenz aufweisen. Und die Tiere, die eine jährliche Ablammung haben sollen, also ein Betrieb, der sagt, er möchte nicht dauerhaft melken, er möchte bei der jährlichen Ablammung bleiben, der bräuchte aber eben im dritten Abschnitt eine niedrige Persistenz, damit er die Tiere problemlos trockenstellen kann. Und der Betrieb, der eben aufs Dauermelken setzen möchte beispielsweise oder Tiere züchten möchte entsprechend, der möchte ja, dass sie nicht sich trockenstellen und weiterhin eine hohe Persistenz. Also hier zeigt sich einfach, dass das ganz deutlich auseinandergeht. Und wenn man das züchterisch bearbeiten möchte, ist es eben umso wichtiger, sich auch immer innerhalb des Zuchtprogramms dieser Tatsache bewusst zu sein und die unterschiedlichen Zuchtziele zu berücksichtigen. Also das zum einen, was eben auch zur Folge haben könnte, dass sich die Ziegenzuchtverbände mit dieser Frage befassen. Also was ist angestrebt, in den Zuchtverbänden zu verfolgen, welches Thema, oder geht man das so an, dass man das aufspaltet? Und eine weitere Frage ist, ob das Dauermelken eben langfristig ein Zuchtziel im Ökolandbau sein kann, weil es sich eben zeigt, wenn man hier die Physiologie, passt man sie ein bisschen an dieses an die Haltung an, also man, und an die Problematik, dass man eben weniger Kitze erreichen möchte. Aber eigentlich ist der Ökolandbau angetreten damit, dass die Tiere
nicht an das Haltungssystem angepasst werden, sondern umgekehrt. Und das gilt eben auch für die Zucht. Und deswegen wäre das einfach auch eine Frage, die man sich langfristig stellen müsste. Jetzt nochmal zu der Zuchtwertschätzung Milch und Lebensleistung. Bisher wird eben die 240-Tage-Leistung verwendet, wie ganz am Anfang erwähnt. Und weil aber eben gezeigt hat in der Datenauswertung, dass die Laktationsstruktur so unterschiedlich ist, wird jetzt in der Zuchtwertschätzung Nutzungsdauer als Vorstufe zur Zuchtwertschätzung Lebensleistung ein Abschnittsmodell eingeführt, mit jeweils 120 Melktagen, die in der Laktation 1 bis 3 in 5 Abschnitte aufgegliedert und in Laktation 4 mit 2 Abschnitten gearbeitet wird. Also das heißt, diese anfängliche Überlegung, inwieweit es eben die Leistung abbildet, konnte gezeigt werden, dass es eben nicht der Fall ist, wenn man bei den 240 Tagen bleibt. Und es wird jetzt eben im Zuchtwertschätzsystem in Baden-Württemberg weiterentwickelt. So, genau, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen und Anmerkungen gerne zur Verfügung.